Tranquillo Fregoni ist seit Geburt schwerst behindert. Schon in der Schulzeit war für den fußballbegeisterten Bub Malen das liebste Hobby. Mit einem Stipendium der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler konnte er die Mailänder Kunstakademie besuchen. Der Professorentitel ist der Lohn für seine intensive und erfolgreichen Bemühungen. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take. Ich habe in der Volksschule angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Seit ich angefangen habe, bin ich als Künstler Mitglied der Vereinigung. Meistens verwende ich Öl, manchmal auch Aquarell. Ich mag irgendwie alles. Ich male aus der Fantasie, wie diese Blumen hier. Oder manchmal lasse ich mich von der Realität inspirieren. Oder auch von Fotos oder einem Gegenstand. Ich mache von allem ein bisschen. Tranquillo ist ein überaus vielseitiger, schneller und produktiver Maler. Neben eigenen, eigenwilligen Kompositionen sind es Blumen- und Landschaftsmotive, die auf hohem künstlerischem Niveau stehen. Gerade bei Professor Fregoni fällt auf, dass die Beschäftigung mit solchen Naturzitaten in der häuslichen Umgebung bei der doch eingeschränkten Lebensweise dieser Menschen besonders intensiv ist. Ja, ich gehe manchmal zu Bekannten oder Freunden oder Leute, die mich auf den diversen Ausstellungen gesehen haben, die das Thema interessiert, kommen zu mir, um zu sehen, wie ich arbeite, um sich ein wenig zu unterhalten und mich direkter kennenzulernen. Manchmal auch ein bisschen so, um mich direkter kennenzulernen.